Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Letzte 15 Ultimate Team. Mal schauen, ob wir die Dreierrunde perfekt machen. Dritter Sieg in Folge. Chelsea United mit Alaska Rating, Remy und Costa und Oscar. Und Hazard und Fabregas und Terry. Und ein Cahill und ein Hart und ein Demichelis. Und die zwei Jungspunde von Menu, bin ich ehrlich. Kenne ich nicht. Ein Alaska Rating, 100er Chemie. Könnte wieder so ein typischer Spieler sein. Unauffälliges Team, dafür aber guter Skill. Ich bin gespannt, ob dem so sein wird. Letztes Spiel mit 2-0 gewonnen, zwei Traumtore, soll es noch nicht gesehen haben, könnte gerne in die vorherige Folge springen. Jetzt so auf den letzten, auf der Zielgeraden von FIFA 15, wenn man es so nennen will. FIFA 16 steht schon in den Startlöchern. Ende September ist es soweit. Alle sind schon heiß, ihr hoffentlich auch. Ich bin es auf alle Fälle. Und hier natürlich besonders gefährlich der Sturm mit Remy. Und Costa, Pace und körperliche Stärke hatte ich selber längere Zeit, diese Combo in meinem Premier League Team. Und jetzt haben wir aber hier schon mal Platz für Vela. Und Joe Hart hält den. Hätte ich vielleicht drüber passen sollen. Solche Chancen muss man nutzen. Scheiße war's. Und Piqué hier ganz easy. Otamendi springt geschickt nach oben. Und jetzt geht es wieder in die richtige Richtung. Auf das gegnerische Tor. Und James in der Offensive. Und draußen Neymar. Das wollte ich schon jubeln. Dann verzieht er den mit R1. Wollte ich ihn schon ins lange Eck schieben. Hart wäre wahrscheinlich schon geschlagen gewesen. Aber hat nicht sollen sein. Aber schon wieder gewonnen. Das Kopfballduell mit James und Neymar. Chippen mal in die Mitte. Auf Griezmann nach hinten. Aber mit Cahill und Terry hat er natürlich zwei Bomber in der Innenverteidigung. Oh Gott, und jetzt Piqué gegen Costa. Aber auch hier, bravo, mit einer hervorragenden Parade. Und wir haben beide schon die erste Großchance liegen lassen. Schauen wir mal, wie sich dieses Match hier noch entwickeln wird. Cahill mit dem Kopfball und Griezmann gegen zwei. Mal schauen, ob er was reißen kann. Nein, zu abgeklärt. Und Fabregas raus, aber Azpilicueta. Hier auch mal Chelsea auf der anderen Seite. Holt sich den. Und ich mache hier hinten ein bisschen Kamikaze. Ah, ging nochmal gut. So, und Neymar, Ballverteiler. Auf Toni Groß. Der mit dem Fehlpass. So, und jetzt haben wir uns aus der leicht brenzligen Lage befreit. Groß startet durch. Unser Pace-Monster. Im 16er drin, aber vom Ball getrennt. So, also so richtig haben wir uns jetzt noch nicht. Ja, doch, wir hatten ja schon Chancen, aber die leider liegen lassen. Und Eden Hazard hier zwei aussteigen lassen. Mit wunderschöner Flanke und auf die Latte getitscht. Und das war, glaube ich, sogar ich selber. Und jetzt haben wir beide zwei richtige Großchancen gehabt. Und wir schauen mal hier mit Vela, was geht. Also er scheint hier relativ offensiv zu spielen. Habe ich den Eindruck. Und Vela und Neymar hier. Und schaue ich an, Cahill. Kommt da angerannt und checkt mich einfach weg. Und das war ein Abseitspass auf Vela von Neymar. Und der Schiri wieder nur mit seinem altbekannten, arroganten Zucken. Und die Flanke ins Halbfeld. Aber die wird direkt abgefangen. Und Griezmann. Ich sehe es jetzt schon. Diese Innenverteidigung zu knacken wird hart. Auch wenn sie nicht die schnellsten sind. Ein Terry natürlich verdammt kopfballstark und ein klasse Stellungsspiel. Und es will hier keiner zum Ball laufen. Aber Costa vom Ball getrennt. Azpilicueta. Verliere ich ihn wieder. Otamendi kommt zur Hilfe und hat auch funktioniert. Hervorragend. So, Neymar. Nutzt mal den Pace-Vorteil aus. Und schaut euch das an. Ein Cahill. Zupft da leicht an dem kleinen, leichtfüßigen Neymar und schon ist der Ballverlust vorprogrammiert. Aber Groß mit einer schönen Grätsche. Und Toni Groß. Nein, da hätte ich es vielleicht mit James aus der Distanz probieren sollen. Ich sehe schon, das wird ein ganz, ganz knackiges Match. Der sollte was für Bravo sein. Schön abgefangen. Und Alves hier ganz abgeklärt. Er steht verdammt hoch. Ihr seht das auch hier gerade. Weit in meiner Hälfte drin. Was mir natürlich Kontermöglichkeiten oder generell Angriff ermöglicht. Aber man sieht es auch hier wieder. Hohe Ball auf Griezmann.
für die Innenverteidigung überhaupt kein Problem. Also das wird knackig, das Ding. Das sehe ich jetzt schon. Das wird eine richtig knackige Angelegenheit. Und ich bin gespannt, ja, ob der dritte Sieg in Folge gelingt, ob wir die 9 Punkte aus den ersten 3 Spielen holen. Hazard hier, da ist Alves auch gefordert. Trickst hier gut rum. Aber in dem Fall kein Problem. Groß, raus auf Neymar. Und jetzt nehmen wir Vela mit. Und nochmal Neymar. Und da hätte ich vielleicht noch ein bisschen kreuzen sollen. Und lange Ball Richtung Costa. Aber Alves wieder stark verteidigt. Und schauen wir, ob man Griezmann jetzt in der Lücke. Ah, der zu lang. Und hart mit dem Kopf. Und Remy mit dem Ballverlust. James aber genauso. Aber jetzt wieder das Bällchen behauptet. Und wir nehmen auch Azpilicueta damit. Und Neymar über den Flügel. Pass in die Mitte. Aber der war zu ungenau. Und Piquet mit einer starken Grätsche. Allerdings in den Fuß des Gegners. Und Costa hier ganz ungefährlich. Dann nehmen wir da oben auch gleich mal noch Vela mit. Schöner Abwurf von Bravo. Und vielleicht steht jetzt ein bisschen defensiver. Habe ich zumindest den Anschein. Jetzt haben Fabregas hier alt aussehen lassen. Und Vela und das Flanken mal. In die Mitte Neymar im Kopfballduell. Ah! Immerhin aufs Tor, aber auch da hat natürlich der Druck und die Präzision gefehlt. Und jetzt kommt hier Eden Hazard. Mit Speed und der lange Ball, aber Gerard Piqué. Also ich würde sagen, wir neutralisieren uns relativ. Es gab zwar die Großchancen, die wir beide haben liegen lassen. Jetzt kurz vor der Halbzeit immer noch 0-0. Heißt also, zweite Halbzeit gilt es sich zu beweisen. Hoffentlich dann hier irgendwie, ja, den Dosenöffner zu finden. Dass wir da mit 1-0 in die Führung gehen. Und jetzt heißt es natürlich, nicht von Hazard noch depieren lassen. Was halb geschehen ist, aber zumindest kein Tor. Ja, und wir gehen mit einem 0-0 in die Halbzeit. Schauen wir mal die Statistik an. Die interessiert mich in dem Fall wirklich. Mehr Ballbesitz haben wir. Passgenauigkeit, schaut euch das an. 24 zu 32%. Entweder ist es ein Bug oder, was ich auch schon oft gesagt habe, Schüsse 0. Kann eigentlich auch nicht sein. Komisch. Vielleicht spinnt hier die Statistik diesmal. Ich weiß es nicht. Also 24% Passgenauigkeit und 32% erscheint mir doch arg wenig. Außer, was ich schon oft erwähnt habe, wenn stärkere Gegner gegeneinander spielen, dass man sich dann häufig im Mittelfeld so zustellt, dass es zu sehr, sehr vielen Fehlpässen kommt. Aber dass 3 von 4 Pässen nicht ankommen, das ist ein bisschen arg viel. Das kann ich mir in dem Fall wirklich nicht vorstellen. Aber mit Hazard geht er gut ab. Aber auch bei mir Otamendi und Piqué natürlich eine starke Innenverteidigung. So, Griezmann. Wir nehmen mal Groß mit. Und ziehen hier vorbei an Terry. Da haben wir sogar den Pace-Vorteil. Aber Terry dann hier wieder ein bisschen am Ziehen. Und gleich den Ball schon wieder bekommen. Und James und Toni Kroos. Aber auch direkt wieder gescheitert. Heieiei, das Match macht mich jetzt schon wieder fertig. Costa über den Flügel. Remy in der Mitte. Azpilicueta am Start. Alves. Schön gemacht. So. Und jetzt vielleicht eine Art Konter. Griezmann, das sollte kein Abseits gewesen sein. Da wollte Alex zum Sweaten ansetzen in so einem wichtigen Spiel, aber der Ball ist leider abgefangen worden. Also, Satz mit X war wohl nix. Und gleich wieder. Mal schauen, ob das Abseits war oder nicht. Ich glaube nicht. Mit Vela hier. Vela, Vela, Vela. Woohoo! Zwar abgefälscht, aber 1-0. In der 56. Carlos Vela. Da muss es eben eine Einzelaktion sein. Bin hier ein bisschen durch den 16er gekurft. Da sah er schlecht aus. Und dann habe ich, glaube ich, Cahill kurz vor der Linie angeschossen. Und das war das 1-0. Sehr, sehr schön. Und mit Griezmann gleich den Ball abgefangen. Und jetzt schauen wir, dass wir natürlich möglichst bald ein 2-0 hinterherbringen. Um hier auch ein bisschen Ruhe reinzubringen. Weil so 1-0 ist natürlich doch eine sehr knappe Führung. Kann man nicht anders sagen. Und Alves in den Ball gewinnen. Und hier startet Rodriguez.
Wir sind im 16er, behaupten den Ball und er möchte wechseln. Oder abbrechen, ich weiß es nicht. Jetzt muss ich gleich schauen, dass ich den Ball irgendwie noch behaupte. Einmal nach rechts lenken und dann nach links. Schaut sogar gut aus. Also ich habe das Gefühl, da ist Unsicherheit drin. Schade, das war so ein bisschen too much. Und jetzt habe ich hier keinen Verteidiger. Und Hazard in der Mitte. Also keinen Außenverteidiger. Ah, da haben wir Alves. Oh Gott. Mit Piqué geblockt. Heilig. Boah, Gott. Glück gehabt. So, und Griezmann hier allein auf weiter Flur. Und wieder Antoine Griezmann. Gegen Cahill. Vorbei. Kurze Eck. Nachschuss außen vorbei. Scheiße, Mann. Die müssen setzen. Schön vorbei an Cahill. Hat dann aber nicht ausgereicht. Und Keeper natürlich stark pariert. Joe Hart hier macht auch einen guten Job in dem Match. Bravo auch schon die eine oder andere gute Parade auf meiner Seite. Und der ist leider... Wow, habt ihr es gesehen? Hart am Ball vorbei. Und Groß fängt ihn ab. Gut gemacht. James nehmen wir mit. Und Griezmann genauso. Wird hier aber... Oh, Freistoß. Da müssen wir uns beeilen. Das ist eine Top-Position. Hätte ich mich gar nicht beeilen müssen. Scheiße, ein bisschen zu weit rausgelenkt. Da wäre nicht mal auf die Linie gelaufen. Mit Toni Kroos. Leider komplett verzogen. Aber gut, kann passieren. Aber immer noch nur die knappe Führung. 20 Minuten noch zu spielen. Und Griezmann hier. Von Cahill. Mal wieder eiskalt vom Ball getrennt. Jetzt haben wir hier Hazard. Und da kommt der Sweatpass. Er war doch dran! Nein! In der 72. ein Konter. Und er sweatet mit Hazard auf Remy. Das gibt's doch nicht. War das jetzt unnötig? Ja, sie lassen einfach viel zu viele Abschlüsse zu. Ist doch klar, dass und nochmal Wähler. Ja, Carlos Wähler, ja! Das 2-1. Das nenne ich mal direkte Antwort. Hier wieder schön vorbei am Verteidiger. Und mit links knallt der das Ding rein. So soll es doch sein. Und der packt hier ein paar Hazard-Tricks aus. Aber Rodriguez hat sich nicht abwimmeln lassen. James und auf in die andere Richtung. Und Kroos startet durch. Wir probieren es. Wow! Jappadabadu! Traumding von Toni Kroos. In den Knick mit dem Außenriss. Jetzt zahlt er aber aus im letzten Spiel. Und jetzt schon wieder. Hier durchgesteckt von Griezmann. Und schaut euch dieses Schüsschen an. Oh, ein Traum. 3-1. Jetzt genauso weitermachen. Und Piqué hier. Kurzzeitig den Ball von Hazard geholt. Und Busquets dann final. Und der Pass auf Griezmann, aber Terry blockt hier kurz. Und blockt auch weiter. Schade. Busquets. Grazil. Hat er den so halb geholt. Und jetzt kommt ein markanter Ball Richtung Keeper. Und Joe Hart hüpft hoch. Das wird nicht. Es gibt die Ecke. Wir führen sie kurz aus. Und vielleicht können wir es hier mit Busquets gleich noch ein bisschen zaubern. Aber keiner in der Mitte. Und mit Busquets wollte ich jetzt auch nicht unnötig noch viel weiter tricksen. Und jetzt sind wir hier hinten ziemlich offen. Der Konter läuft, aber der Pass war zu ungenau. Und Alves ist zur Stelle. Und da hatten wir Neymar mit Platz. Aber ist der Verteidiger schon aufgerückt. Schwache Grätsche ins Leere. Aber, oh Gott. Nein, steh auf, Keeper. Oh mein Gott. Fabregas mit dem 3-2 in der 85. Jetzt wird es nochmal verdammt spannend. Otamendi ins Leere geköpft. Dann war das, glaube ich, Hazard. Und dann ist Fabregas hier der glückliche Abnehmer. Und das wird jetzt nochmal eine ganz heiße Schlussphase. Heieiei. Solche Matches, das ist die Härte in FIFA. Die erinnern mich immer an meine Liga 1 Matches von meinem Hauptaccount. Kroos hier. Aber starkes Tackling.
Und das schmeißt er hier viel nach vorne. Aber Alves zur Stelle. Auch Otamendi. Costa ist fast auf dem Flügel. Und der Keeper hat ihn. Schön. Schön. So soll es doch weitergehen. Und 3 Minuten Nachspielzeit. Und wir haben hier Vela. Und sind vorbei. Und Griezmann in der Mitte mit Platz. Und den machen wir gleich nochmal. Richtung Neymar. Und Griezmann. Oh Gott, verzogen. Aber immerhin, Angriff ist die beste Verteidigung. So, wir gehen jetzt mal auf Defensiv. Dass die Jungs sich ein bisschen zurückziehen. Ich hoffe aber, dass der Schiri gleich abpfeift. Und der Hazard ist irgendwie auch vorne in der Mitte. Piqué ist am Start. Wunderschön. Der war mehr als schwach. Er ist hier auch die totale Offensive. Ja! Das war wichtig. 9 Punkte aus den ersten 3 Spielen. 12-15 heißt 2 Siege und ein Unentschieden noch. Dann hätten wir es geschafft. Der weitere Aufstieg in Liga 5. Ich denke, wieder mal ein sehr, sehr spannendes Spiel mit sehr, sehr schönen Toren. Hoffe, euch hat es gefallen. Lasst doch gerne einen Daumen hoch da, wenn es so ist. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.